Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Falls euch wundert, warum ich kein Casey-T-Shirt anhab, die sind alle tatsächlich in der Wäsche, denn nächste Woche geht's zur Gamescom. Ich hoffe, ich treffe einige von euch dort. Falls ihr euch wundert, warum der Sound vielleicht sogar auch ein bisschen anders ist in diesem Video. Ja, normalerweise habe ich immer so ein Ansteckmikrofon dran, das hat leider den Geist aufgegeben, deswegen probiere ich jetzt einfach mal mein Rode Richtmikrofon aus. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Könnt mir gerne mal ein Feedback dazu dalassen, zu dem Sound, weil falls es gut ist, werde ich das vielleicht in der Zukunft weiterverwenden. Ist ein bisschen angenehmer als immer das Ansteckmikrofon zu verwenden. So, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Video. Und zwar erinnert ihr euch sicherlich an mein Gigabyte Z370 Gaming 7 Video. Das Video habe ich vor einigen Wochen hochgeladen. War eigentlich eine relativ spontane Aktion, weil Gigabyte zu der Zeit etwas in der Kritik war wegen anderen Boards. Und ich habe mir gedacht, ey, testen wir doch mal das Gaming 7. Habe das Gaming 7 dann getestet und das Gaming 7 war ein extrem solides Board. Dann hat Gigabyte mich kontaktiert und hat gesagt, ey, wenn dir das Board so gefallen hat, schau dir doch einfach mal das Gaming 7 OP an. Das liegt hier vor mir auf dem Tisch. Und die Gaming 7 gegen die Gaming 7 OP Variante unterscheidet sich durch eine zusätzliche Intel Optane Memory SSD. Die ist bei dem OP Mainboard schon verbaut und ich habe mir jetzt gedacht, ey, Optane ist doch eigentlich schon ein alter Hut und ist schon ein Jahr alt, interessiert eigentlich wirklich keinen. Und ist der Vorteil wirklich da? Kann ich dazu überhaupt ein Video machen? Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das Ergebnis war deutlich besser, als ich dachte. Und ich dachte erst, ich muss mir da irgendwie was Besonderes überlegen. Aber wirklich Ergebnisse überraschend gut und auch in der Praxis sehr gut anwendbar. Erstmal kurzes Recap zum alten Video. In dem letzten Video hatte ich das Gaming 7 hauptsächlich auf VRM-Temperatur, Overclocking und RAM getestet. Denn das war es, worum es mir eigentlich normalerweise bei so einem Mainboard geht. Und ja, die Spannungsversorgung auf dem Mainboard sehr, sehr gut. Wir haben eine 8-Phasen Spannungsversorgung, digitale VRMs. Wir haben einen relativ guten Kühlblock drauf, der auch sehr schön designt ist. Also auch wirklich auch vom Design her muss ich sagen, das Board gefällt mir extrem, extrem gut. Also ich habe das andere Board auch behalten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es in meinen normalen PC reinbauen soll, aber ich habe es mir vorsichtshalber mal aufgehoben, weil es wirklich optisch ein sehr, sehr ansprechendes Design ist, finde ich. Es ist sehr, sehr edel, sehr, sehr modern gehalten vom Design. Hat natürlich auch die ganzen üblichen RGB-Spielereien, seht ihr auch vor mir auf dem Tisch, hier schön mit Crucial Ballistics RGB-RAM. Da kommt das Ganze wirklich sehr, sehr gut zur Geltung. Nochmal zurück zur Kühlung. Was ich im letzten Video vergessen hatte zu erwähnen, ist die Tatsache, dass sich hier unter dem I/O-Shield zusätzlich noch ein kleiner Lüfter befindet. Der Lüfter ist temperaturgesteuert, das heißt ab einer gewissen VRM-Temperatur setzt der Lüfter ein. Erklärt auch, warum wir so gute VRM-Temperaturen hatten. Und zwar hatten wir die CPU auf 5,2 GHz übertaktet. Bei 1,4 Volt, was wirklich, wirklich viel ist, also so das Maximum, was man eigentlich so aus einem 8700K in der Regel rausholen kann, da hat man eine Spannungswandlertemperatur von maximal 96 Grad Celsius mit Prime. Das heißt, Board in der Hinsicht wirklich zu empfehlen. Ich hatte den RAM damals auch schon getaktet und getestet, aber nur mit einem RAM-Kit. Das Ganze habe ich jetzt noch ein bisschen erweitert. Und zwar habe ich nicht nur die G-Skill Trident Z RGB RAMs nochmal getestet, also es ist ein 4266er Kit, das ist somit das schnellste, was man so für, ich sag mal, normales Geld noch bekommen kann. Davon habe ich ein Kit getestet und dann habe ich hier von meinem Kollegen 8Pack von OCUK Team Group Extreme Sticks, das sind Sticks mit 4133 MHz, also auch diese Sticks extrem hohe Taktraten. Die Ballistic Sticks sind relativ normale Sticks, die haben 2666er MHz, die habe ich auch getestet, Vollbestückung, lief natürlich problemlos, 2666er Sticks ist wirklich Kindergeburtstag, bekommt das Board natürlich problemlos hin. Da war natürlich die Frage, wie sieht es bei den hohen RAM-Taktraten aus? Ich habe das Ganze getestet und das Board ist angegeben mit 4133 MHz XMP, soll es laufen. Ich kann euch auch jetzt schon sagen, es gibt nicht so viele Boards, bei denen das in der Praxis wirklich, wirklich immer zuverlässig funktioniert. Also es gibt viele Boards, die ich sehe, da steht es drauf, Support bis zu 4133, aber in der Praxis funktioniert es dann oft nicht. Bei dem Board war es so, ich habe es getestet, die Team Group Sticks, die 4133 MHz XMP-Profil geladen, überhaupt kein Problem. Dann G-Scale Trident Z RGB, das gleiche, was wir im letzten Video schon hatten, 4266. Ich wüsste jetzt so spontan auch kein Board, was es immer problemlos hinbekommt. 4266 ging nicht, aber 4200 ging.
was auch schon mehr ist, als Gigabyte eigentlich verspricht. Gigabyte verspricht 4133, kann ich sagen, wurde übertroffen mit 4200 MHz, die problemlos liefen. Von dem her, wenn ihr das Board kaufen wollt und ihr wollt unbedingt hohen RAM-Takt verwenden, dann kann ich euch das Board in der Hinsicht auch empfehlen. Kommen wir kurz zu der PCI Express Lane Verteilung. Das ist immer so eine Sache, das finde ich immer relativ verwirrend, weil jedes Board die PCI Express Lanes anders verteilt. Das muss nicht mal ein Unterschied zwischen AMD und Intel sein, das reicht auch schon unterschiedliche Z370 Boards. Bei dem Board hier haben wir drei mechanische PCI Express 3.0 Anschlüsse. Wir haben drei PCI Express Einfachanschlüsse und wir haben drei M2 Slots. Und jetzt ist natürlich die Frage, natürlich hat die CPU nicht so viele PCI Express Lanes. Das heißt, welche Lanes sind wie angebunden, wo schließe ich meine Grafikkarte oder meine M2 SSD am besten an. In dem Fall haben wir natürlich in dem oberen Slot unter dem Cover schon 32 GB Optane Memory installiert. Dementsprechend ist der Slot schon mal belegt, aber wir haben unten nochmal zwei M2 Slots. Und alle drei sind an der PCH, also dem Chipsatz, angebunden. Das bedeutet in der Praxis, ist es egal, wie viele M2 SSDs ihr installieren wollt. Ihr könnt alle Slots belegen, ihr könnt RAID machen, ohne dass ihr der CPU PCI Express Lanes klaut. Das ist immer ganz, ganz wichtig, mir persönlich, weil ich will einfach, dass die Grafikkarte, egal in welcher Konfiguration, immer die volle Leistung hat, weil das ist letztendlich das, was wir beim Zocken brauchen. Denn selten haben wir wirklich die volle Bandbreitenauslastung der SSD, also eine M2 SSD, die schafft ja so um die 3,5 GB pro Sekunde und das haben wir wirklich sehr, sehr selten, außer wir kopieren jetzt mal richtig krass große Files. Dementsprechend für mich persönlich Priorität immer auf der Grafikkartenslot und dann kommen die M2 SSDs. Wie gesagt, könnt ihr alle belegen, müsst ihr euch keinen Kopf machen, ist wirklich sehr angenehm designt. Dann haben wir die mittleren zwei PCI Express Slots, die 16-fach Slots, die diesen Metall Shield außenrum haben, die das Ganze ein bisschen stabiler machen sollen. Und diese Slots sind beide direkt an die CPU angebunden. Normalerweise, wenn ihr eine Grafikkarte verwenden wollt, packt ihr die in den oberen Slot, dann ist der obere Slot mit 16-fach angebunden. Wenn ihr zwei Grafikkarten verwenden wollt, packt ihr die in beide Slots und beide sind mit 8-fach angebunden. Dementsprechend sehr offensichtlich und wirklich sehr einfach gestaltet. Die einzelnen PCI Express Anschlüsse, also die PCI Express einfach, die sind alle an den Chipsatz ebenfalls angebunden und der untere Slot, der aussieht wie ein 16-fach Slot, ist eigentlich kein 16-fach Slot, sondern der ist mit 4-fach an die PCH, also ebenfalls an den Chipsatz angebunden, teilt sich auch Lanes mit dem unteren M2 Slot. Bedeutet, wenn ihr den unteren M2 Slot belegt und den unteren PCI Express Slot, dann teilen sich die Lanes und ihr habt letztendlich zwei Lanes effektiv, also Lane-Aufteilung bei dem Board wirklich sehr, sehr einfach gestaltet. Weil ich das auch in den Kommentaren vom letzten Video ein paar Mal gefragt wurde, die Lüfteranschlüsse bei diesem Board, die können jeweils 3 Ampere. Das heißt, ihr könnt, ist egal, wo ihr zum Beispiel eine Wasserkühlungspumpe anschließen wollt, also eine Lane GDC, die zieht ja mal bis zu 24 Watt unter Last. Hat man zwar im Regelfall nicht, weil man die ein bisschen runterregelt, aber ihr könnt tendenziell so eine Pumpe, Lüfter, egal was, könnt ihr auf alle Slots anschließen. Die ganzen Pinheader haben alle eine Stromversorgung von 3 Ampere, liefern also genug, egal was ihr wo anschließen wollt. Ihr habt auch zusätzlich noch diverse Anschlussmöglichkeiten für Temperatursensoren, die sind über das ganze Board verteilt, was es auch relativ angenehm macht, wenn ihr das Ganze für ein Wasserkühlungssystem verwenden wollt. Ihr könnt auch die Lüfteranschlüsse zum Beispiel für einen Durchflusssensor verwenden, das Ganze dann im BIOS konfigurieren. Da ist es auch egal, welchen Anschluss ihr nehmt, da gibt es keinen dedizierten Anschluss für einen Durchflusssensor. Da könnt ihr wirklich jeden Anschluss verwenden. Kommen wir jetzt zum Optane-Test. Wie am Anfang des Videos bereits gesagt, war ich dem ganzen Thema wirklich skeptisch gegenüber eingestellt, weil ich mir natürlich auch dachte, ich habe vor circa einem Jahr, als das Ganze so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, habe ich angefangen, mir die Optane-Reviews durchzulesen und dann war meistens so das Fazit, ja, ich meine, Optane-Memory, die kostet so 50 bis 70 Euro, je nach Größe, die ihr zusätzlich investieren müsst, aber die SSD-Preise sind ja inzwischen schon gefallen, also warum sollte man überhaupt in eine Optane-SSD bzw. Optane-Memory-SSD investieren. Und das gleiche habe ich mich auch gefragt. Dann ist schon mal sehr interessant, wenn man den Preis von dem Board hier aufruft. Das Board kostet interessanterweise genauso viel wie die Version ohne Optane. Von dem her ist es schon mal eigentlich ein No-Brainer aus meiner Sicht. Das heißt, das Board liegt aktuell bei ca. 250 Euro. Und ja, wie gesagt, wenn die gleiche Version ohne Optane
genauso viel kostet, ist ja logisch, wozu man greift. Aber dann ist die Frage, bringt es einem in der Praxis was? Und dafür habe ich ein paar Tests für euch gemacht. Wie ihr wisst, nehme ich seit Anfang des Jahres alle meine Videos in 4K auf. Und 4K-Videos, gerade das Rohmaterial hier von der GH5, ist wirklich, wirklich groß. Ich hatte in der Vergangenheit immer hier meinen PC, ich habe eine 500 GB SSD als Systemplatte und dann habe ich eine 6 TB HDD, um eben das ganze Material abzuspeichern. Dann habt ihr aber natürlich das Problem, am Anfang habe ich mein ganzes Material immer auf die SSD geschoben zum Videobearbeiten. Aber ja, nach 2-3 Videos ist die SSD einfach komplett voll, weil 500 GB für 4K Material nicht wirklich viel ist. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, alles auf die HDD auszulagern. Und wenn man dann Adobe Premiere verwendet, wie ich das tue, und hat ein Projekt, das aus vielen einzelnen Sequenzen besteht und lädt das Projekt dann wieder und er lädt die ganzen Daten von der HDD, dann dauert das eine ganz schöne Weile. Und da habe ich mir gedacht, teste ich doch einfach mal, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt meine 6 TB HDD verwende und meine ganz normale SSD als Systemplatte, darauf habe ich Adobe laufen, versus ich verwende nur der Optane zusammen mit meiner HDD. Der erste Test war erstmal das Programm zu starten, das heißt wir öffnen einfach Adobe Premiere und warten bis das Programm vollständig geladen ist und wir anfangen können zu arbeiten. Mit meiner 960 Evo, also darauf Premiere installiert, kommen wir auf 13 Sekunden Ladezeit vom Programm. Wenn ich meine HDD mit Optane verwende, 12 Sekunden und rein von der HDD 27 Sekunden. Das bedeutet, wir sehen hier schon die Ladezeit von der App, also von Adobe Premiere, ist circa gleich, ob wir jetzt eine SSD verwenden oder Optane mit HDD. Mit nur HDD ist es natürlich ultra langsam. Dann kommen wir zur angesprochenen Problematik, ein Projekt zu öffnen. Und wenn ich das Projekt einfach nur von meiner SSD lade, die ganzen Videofiles auf der SSD habe, dann liege ich bei 9 Sekunden Ladezeit. Das ist schon relativ schnell. Wenn ich meine HDD und die Optane zusammen verwende, dann liegen wir bei 11 Sekunden und die HDD alleine liegen wir bei 21 Sekunden. Das heißt, circa doppelte Ladezeit, wieder einfach nur um das Projekt zu laden, wenn wir nur eine HDD verwenden versus Optane und HDD. Dann habe ich für euch auch noch den Windows 10 Boot-Test gemacht. Für mich persönlich ist das eigentlich nicht wirklich ein Kriterium, weil mein PC, der läuft eigentlich durchgehend durch. Da ist es mir ziemlich egal, wie lange er zum Starten braucht. Und wenn, dann starte ich ihn auch nur einmal am Tag. Und ob er da 15 Sekunden länger dauert, ist mir persönlich eigentlich ziemlich egal. Mir geht es eher darum, dass meine Reaktion am PC sehr schnell ist, wenn ich irgendwelche Programme öffnen will oder sowas. Das ist mir eigentlich wichtig, dennoch viele Leute fragen danach, deswegen habe ich es für euch trotzdem getestet. Windows 10 Bootzeit von der 960 Evo liegen wir bei 16 Sekunden, von Optane und HDD bei 17 Sekunden und von der HDD alleine bei 35 Sekunden. Ist natürlich klar, Bootzeit von der HDD war klar, dass es sehr, sehr lange dauert. Wie ihr wisst, bin ich auch ein ziemlicher PUBG-Fan, das heißt, ich habe auch mal getestet, wie lange dauert es von der Lobby ins Spiel. Da habe ich auch wieder getestet, 960 Evo. Haben wir 8 Sekunden Ladezeit, Optane und HDD 8 Sekunden Ladezeit und die HDD alleine 23 Sekunden Ladezeit. Und das ist wieder genau diese Thematik, die ich gerade angesprochen habe. Das sind diese Fälle, auf die es mir ankommt im Alltag. Die Ladezeiten, wenn die niedrig sind, das ist das, worauf es mir wirklich ankommt. Wie am Anfang gesagt, ich war persönlich sehr überrascht von dem Ergebnis, weil im Alltag sich die SSD versus Optane und HDD zusammen nicht wirklich unterscheidet. Ob das Ganze jetzt irgendwie eine Sekunde mehr oder weniger zum Laden dauert, merke ich eigentlich nicht wirklich. Macht für mich keinen Unterschied. Aber natürlich 8 Sekunden versus 30 Sekunden zum Beispiel, das merkt man deutlich. Aber ich muss auch sagen, ich kann einfach die Optane SSD hier nehmen, die ja bei dem Board sowieso schon dabei ist. Und dann packe ich eine 6 TB HDD dazu und die reagiert dann in fast allen Fällen genauso schnell wie eine SSD, die natürlich deutlich kleiner ist. Das heißt eigentlich, diese Lösung ist extrem zu empfehlen für Leute wie mich, die sehr viel mit Videomaterial arbeiten oder sowas, die sehr viel mit Adobe arbeiten. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil ihr bekommt deutlich mehr Speicherplatz, der gefühlt dann genauso schnell reagiert wie eine SSD. Und eine SSD mit 6 TB, also da müsst ihr ja mehrere SSDs kaufen, da seid ihr mit der Optane und der HDD zusammen auf jeden Fall günstiger dran. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, es gibt gewisse Punkte, zum Beispiel wenn ihr ein Programm auf der HDD installieren wollt, ist es logisch, seid ihr durch die HDD limitiert, denn ihr habt letztendlich immer noch die HDD-Geschwindigkeit, die liegt ja meistens so bei 175 MB pro Sekunde und da seid ihr natürlich am Limit. Also die Optane kann jetzt letztendlich ja nicht die HDD beschleunigen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Programm installieren wollt, dann dauert es immer noch genauso lange, wie wenn ihr das ganz normal auf der HDD installiert hättet. Aber in der Anwendung letztendlich
Spieleladezeiten, Programmladezeiten und so weiter. Da bringt das wirklich einen enormen Vorteil. Hätte ich nicht gedacht. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe ein paar von euch auf der Gamescom. Macht's gut, bis dahin und ciao.